Haus alt, mach neu. Im niederländischen Zutphen hat sich Caroda Dali Plastics der Wiederaufbereitung von Polyethylenfolien verschrieben. Was auf den ersten Blick aussieht wie Abfall, ist für Dali sehr wertvoller Rohstoff. Die technischen Anforderungen sind eigentlich Mischungen von Material, die im Ballen drin sitzen. Die versuchen wir auszusortieren über einen NIR-Sortierer, sodass wir über Spektrographie das voraussortieren, was ist Polyethylen und was nicht. Nur die Polyethylens verwenden wir zum Regranulat, all die anderen Stoffe, die werden abgetrennt. Der zweite Lebenszyklus des PE beginnt also mit der Zerkleinerung. In der nachfolgenden Sortieranlage erfolgt die Abscheidung von Nicht-PE-Folien und groben Störstoffen, sowie die Trennung nach bunt und transparent. Anschließend werden die fertig sortierten Folien in Ballen gepresst. In der 200 Meter entfernten Recyclinghalle erfolgt eine Zerkleinerung auf ca. 50 mm, bevor die PE-Folienflakes mit dem DAD von MAS Austria gereinigt und getrocknet werden. Die perfekt abgestimmte Materialaufbereitung vor der Extrusion macht bei Dali Plastics die sonst übliche, aufwendige Nasswäsche mit Schwimm-Sink-Verfahren, thermischer Trocknung und teurer Wasseraufbereitung überflüssig. Nach der Sortierung werden Störstoffe wie Sand, Staub, Erde, Wasser von den Folienflakes abgetrennt. Das passiert mit einem Trockenreinigungssystem von MAS. Dieser Prozess kommt ganz ohne Wasser aus und ist daher sehr energiesparend. Ein Prozess, welcher höchste Nachhaltigkeitsansprüche erfüllt. Wir müssen immer versuchen, um so gut wie möglich einzukaufen, um eine Top-Qualität an Regranulat herzustellen. Und das machen wir mit Technik, die wir vom MAS gekauft haben. Dass wir sagen, von okay, wir machen das mit einer Trockenreinigung, sodass wir einen niedrigen Carbon Footprint haben, sodass wir keine Wasserkläranlagen haben und Verschmutzung vom Wasser. Und dass wir so eine Art und Weise machen, die eigentlich drei Schritte kürzer sind als unsere Konkurrenten. Und das ist auch natürlich ein wirtschaftliches Vorteil. Ein letzter Step vor der Extrusion ist eine weitere Zerkleinerungsstufe über eine Schneidmühle. Von hier aus werden die Flakes pneumatisch einem Puffersilo zugeführt und letztendlich in den MAS-Extruder eingebracht. Das Besondere an den Extrusionslinien hier bei Dali Plast ist, dass hier gleichlaufende Doppelschneckenextruder verwendet werden. Die konische Bauweise der MAS-Extruder ermöglicht auch die problemlose Beschickung von Folienflakes neben Granulat und Mahlgut. Und somit ist es möglich, die bekannt sehr gute Homogenisierung eines gleichsinnig drehenden Doppelschneckenextruders auch für die Extrusion von Folienflakes zu verwenden. Das Resultat ist eine wirklich außergewöhnlich hohe Qualität an Regranulat, das hier in Subten sehr energieschonend produziert wird. Mit dieser Qualität hebt sich Dali Plast entscheidend von den Mitbewerbern im Markt ab. Die mit Regranulat von Dali gefertigten Folien stehen für Premiumqualität mit optimalen Oberflächeneigenschaften. Das Ergebnis: eine deutlich bessere Bedruckbarkeit, eine Verbesserung des Druckbildes und eine Verringerung des Druckfarbenbedarfs. Innovation und Qualität der Zusammenarbeit überzeugen auch international. So wurde den beiden Unternehmen für deren gemeinsame, richtungsgebende Entwicklungsarbeit im Rahmen des Plastics European Awards 2020 in der Kategorie Recycling Machinery Innovation der Hauptpreis verliehen.